Hallo zusammen. Ihr wisst ja, es gibt sehr viele Mythen um das Thema Elektromobilität. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, mit diesen Mythen aufzuräumen und werden das in den nächsten Folgen entsprechend auflösen. Einer der ersten und wahrscheinlich größten Mythen ist, es gibt nicht ausreichend Ladeinfrastruktur und somit Ladesäulen für die Elektromobilität. Das ist natürlich falsch. Das passt zwar zu den Autos, aber ganz bestimmt nicht zu den Elektroautos. Mit unserem Kumpan bist du komplett unabhängig von den großen Ladesäulen und kannst den Kumpan-Akku an jeder üblichen Steckdose im Haushalt laden. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Der Unterschied bei uns in einem Elektroroller ist, dass der Akku entnehmbar ist. Das ist anders als bei der Autoindustrie und somit sind wir komplett unabhängig von den großen Starkstrom-Ladestationen. Somit haben wir die größte Ladeinfrastruktur der Welt. Denn jede handelsübliche Steckdose im Innen- oder Außenbereich ermöglicht es mir, meinen Akku voll zu tanken und entsprechend weiterzuziehen. Zudem gibt es bei unserem Kumpan noch eine zweite Möglichkeit. Denn solltest du eine Garage haben, musst du die Akkus gar nicht rausnehmen und steckst das Ladegerät einfach nur hier vorne in der Front ein und lädst damit automatisch alle bis zu 3 Akkus. Damit ihr eine Vorstellung habt, wie ein solches Ladegerät aussieht, habe ich extra euch mal das Kumpan-Ladegerät mitgebracht. Klein und handlich und am Ende des Tages auf der einen Seite mit einem ganz normalen Stecker, der in jede Steckdose passt. Und mit der anderen Seite geht es ans Kraftpaket 2.0. Damit lade ich meinen Akku und bin in wenigen Stunden schon wieder auf 100%. Wie ihr merkt, konnten wir mit dem ersten Mythos, dass es nicht genügend Ladeinfrastruktur gibt, aufräumen. Denn der Kumpan und das Kraftpaket 2.0 brauchen lediglich eine ganz normale Steckdose. Und somit haben wir die größte Ladeinfrastruktur der Welt. Wir hoffen, euch hat die erste Folge Mythen der Elektromobilität gefallen und nächste Woche geht's weiter.